Moin Moin, ich bin's, euer Flatti. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich zu einem Kollegen, der sich den ganzen Tag in Wilhelmsburg aufhält. Normalerweise würde ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln dorthin fahren, da aber seit Freitag in Hamburg in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Geschäften die medizinische Maskenpflicht gilt und ich keine medizinische Maske zu Hause habe, bin ich gezwungen, zu Fuß dorthin zu laufen. Ich werde euch ein bisschen mitnehmen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. So, ich habe mich gerade aus meiner Wohnung herausgeschmissen und jetzt muss ich 7,5 Kilometer zu Fuß laufen. Eine Stunde Fußweg liegen vor mir. So, ich laufe jetzt hier gerade durch eine Unterführung. So, jetzt laufe ich gerade am Harburger Hafen entlang. Hier ist es wirklich echt schön. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt so im Dunkeln so seht. Na gut, ein paar Lichter könnt ihr vielleicht erkennen. So, hier habt ihr nochmal einen guten Blick in den Harburger Hafen, beziehungsweise die Lichter. Und nun laufe ich weiter. So, hier seht ihr die alte Harburger Elbbrücke. Auf der werde ich gleich laufen. Ich bin jetzt auf der alten Harburger Elbbrücke und von der alten Harburger Elbbrücke hat man einen guten Blick in den Harburger Hafen. Schaut euch nur die ganzen Lichter an. So, jetzt laufe ich weiter. So, jetzt bin ich auf der Wilhelmsburger Seite der alten Harburger Elbbrücke. Und nun laufe ich in diese Richtung weiter. So, in Kürze erreiche ich den Friedhof Finkenried. Und da kann ich leider nicht herumrülpsen, denn das wäre respektlos gegenüber den Toten. So, jetzt laufe ich durch den Friedhof Finkenried. Hier ist es wirklich sehr dunkel. So, jetzt kann ich wieder rülpsen, denn ich bin jetzt aus dem Friedhof raus. So, in Kürze laufe ich durch meine alte Wohngegend. Seht ihr diese Hochhäuser? Genau in dieser Hochhaussiedlung habe ich bis 2019 gewohnt. Hier war bis 2019 meine Heimathaltestelle gewesen. Und das wollte ich euch einmal kurz gezeigt haben. Schaut euch nur die wunderschöne Skyline von Kirchdorf Süd an. So, in Kürze erreiche ich mein Ziel. 7,5 Kilometer und eine Stunde Fußweg liegen hinter mir. Das war's jetzt an dieser Stelle von meinem Video. Ich hoffe, euch hat es unterhalten und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, wartet noch.